Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich euch die besten Keybinds und Settings für Season 5 zeigen. Falls ihr natürlich in Zukunft keinen weiteren solche Videos mehr auf diesem Kanal verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo da lassen. Außerdem, falls ihr euch irgendwelche Skins im Itemshop kaufen wollt, tragt natürlich auch gerne meinen Creator-Code ein. Dort sind wir mittlerweile tatsächlich auch schon 35 Supporter. Würde mich freuen, wenn wir demnächst dort auch vielleicht mal die 50 voll machen würden. Wir werden euch die ganzen Settings chronologisch durchgehen. Falls euch aber beispielsweise nur die Keybinds oder ähnliches interessieren, dann könnt ihr gerne die Kapitel in der Wiedergabeleiste unten benutzen, um zu den einzelnen Kapiteln zu skippen. Wie schon gesagt, beginnen wir als erstes mit den Video-Settings. Beim Window-Mode sollte man am besten Fullscreen nehmen. Mit Fullscreen habt ihr die meisten FPS, die stabilsten FPS und den geringsten Input-Lag, also würde ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Bei der Resolution würde ich euch die entweder empfehlen, 1600x900 oder 1920x1080 zu nehmen. Beim Framerate-Limit solltet ihr am besten immer eine Stufe höher nehmen, als eure Monitor supportet. Das heißt, wenn ihr auf 60 FPS auf einem 60-Hertz-Monitor spielt, solltet ihr 120 FPS auswählen. Falls ihr auf einem 144Hz Monitor spielt, solltet ihr 160 FPS auswählen. Und falls ihr auf einem 240Hz Monitor spielen solltet, nehmt trotzdem 240 FPS, weil 360 FPS ein viel zu großes Step noch darüber ist. Deshalb ist es besser, wenn man einfach auf 240 FPS capped. Dann kommen wir als nächstes zu den wichtigsten Settings, und zwar zu den Graphics Quality Settings. Dort würde ich als erstes mal empfehlen, alles auf Low zu stellen, außer Texturen auf Hoch und View Distance auf Medium. Texturen macht man am besten auf Hoch, damit man nämlich die Grafikkarte auslastet, weil nämlich Fortnite sehr, sehr krass auf der CPU basierend ist, also sehr, sehr viel von der CPU-Leistung wird halt benutzt für Fortnite, und wenn man die Grafikkarte dann halt sehr, sehr wenig auslastet, dann muss die CPU am Ende nur noch mehr tun und dann sitzt man am Ende in einem Bottleneck, also kann im Prinzip die Grafikkarte gar nicht mehr FPS outputten, und wenn man die auf High stellt, dann kann man tatsächlich etwas stabilere FPS vor allen Dingen bekommen, also lohnt sich auf jeden Fall das zu machen. Hier unten dann bei den Advanced Graphics, V-Sync, Motion Blur definitiv off, Show FPS, macht es so wie ihr wollt. Zum Rendering Mode kommen wir gleich nochmal. Multithread Rendering, in den meisten Fällen müsste das passen, es sei denn, ihr habt eine 2 oder 4 Kern CPUs, dort müsst ihr das ausprobieren, aber den allermeisten PCs müsste das immer mehr FPS bringen. Ansonsten probiert es aber mal aus, wie das Ganze funktioniert. GPU Crash Debugging ausmachen, Latency Markers auch ausmachen. Falls ihr eine Nvidia Grafikkarte habt, Reflex Low Latency immer on plus Boost. Und dann haben wir als letztes nochmal die DLSS Option, und da kommen wir direkt nochmal zum Rendering Mode zurück, denn das ist meistens so das größte Thema, wo es eben mal nicht so wirklich eine Sache gibt, die bei allen wirklich gut funktioniert. Wir haben zurzeit hier die Option DirectX 11, DirectX 12, was noch in der Beta ist, und den Performance Mode, der noch in der Alpha ist. Ich kann euch jetzt nicht sagen, was genau das Beste für jeden einzelnen PC ist, weil es allein schon bei meinem PC etwas anderes ist als bei den meisten anderen. Ich hätte tatsächlich gesagt, dass man mit dem Performance Mode overall auf jeden Fall die besten FPS bekommt. Allerdings, wenn er sehr, sehr krass im CPU-Bottleneck hängt. Das heißt, wenn ihr eine sehr, sehr schwache CPU, aber eine sehr, sehr starke Grafikkarte habt, dann werdet ihr meist beim Performance-Mode nur noch mehr im CPU-Bottleneck hängen und dadurch werdet ihr deutlich instabilere FPS bekommen. Der Vorteil aber im Performance-Mode neben den FPS, dass ihr extrem krass durch Buildings sehen könnt, ihr könnt extrem gut im Storm sehen, ihr habt nicht diese unnötigen Storm-Effekte. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch zum Zocken. Das heißt, probiert es auf jeden Fall mal aus, wie es auf eurem PC läuft. Auf den meisten PCs dürfte es auf jeden Fall besser laufen als DirectX 12. Aber bei mir, wie gesagt, immer nicht, deshalb müsst ihr ausprobieren. Ansonsten gibt es auch noch DirectX 11, das müsste aber in den meisten Fällen schlechter sein. Trotzdem, gerade wenn ihr einen sehr, sehr alten PC habt, dann könnte das eventuell auch funktionieren. Probiert am besten einfach mal alle drei aus und schaut dann, was auf eurem PC am besten läuft. DLSS, genauso die gleiche Option, dafür braucht ihr auf jeden Fall DirectX 12, damit das Ganze funktioniert. Da aber auch wieder, wenn ihr sehr, sehr krass im CPU-Bottleneck hängt, dann werdet ihr wahrscheinlich auch am besten mit der ausgeschalteten Funktion sein. Wenn ihr aber eine relativ schwache Grafikkarte habt, aber eine ziemlich gute CPU, dann könnt ihr auf jeden Fall Balance ausprobieren. Das wird auf jeden Fall dem einen oder anderen, gerade im Endgame, nochmal ein bisschen FPS vielleicht bringen. Dann gehen wir zunächst mal in die Game Settings. Toggle Sprint hätte ich auf Off gelassen. Sprint by Default, das heißt, dass man automatisch sprintet, auf jeden Fall on. Sprint Cancels Reloading würde ich definitiv off machen. Das automatische Öffnen von Türen auf jeden Fall on. Halten, um etwas zu switchen, das könnt ihr auf On machen, könnt ihr aber auch auf Off machen. Vor allem mit My Settings funktioniert das nicht mal auf On. Toggle Targeting off machen, Danger Markierung, wenn man eben mal targetet, auch on lassen. Automatische Waffen aufheben, definitiv off lassen. Die Consumables rechts sortieren, das hätte ich nur auf On gemacht, wenn ihr auf Keyboard spielt. Wenn ihr auf Controller spielt, habt ihr meist auf dem rechten Slot eure Waffe, das ist nicht ganz so praktisch. Das Building zurücksetzen hätte ich off gelassen. Reset Edits when entering Build Mode, das ist das, was man eben halt im Prinzip nicht wirklich pre-editen kann, funktioniert noch nicht so
ganz, wird aber am Anfang des nächsten Jahres ein Update, wahrscheinlich im ersten Update im nächsten Jahr, da wird das Ganze gefixt werden, wo das auch richtig funktioniert, auf jeden Fall on machen. Das ist wirklich die beste Setting, wenn das wirklich vernünftig funktioniert, wenn das richtig implementieren, sollte das auf jeden Fall jeder einzelne Spieler anhaben, wird dann auf jeden Fall das beste Setting sein. Turbo Building auf jeden Fall auch an, Confirm Added on Release definitiv auch an. Das ist hier egal, was ihr da einstellt, genauso wie hier unten eigentlich das alles. Aber eine sehr, sehr wichtige Sache, die ihr hier noch machen müsst, ist Tap to Search and Interact. Das heißt, ihr müsst nur einmal drücken, um zu interagieren oder durchsuchen. Vor allem bei meinen Settings, die ich euch nachher bei den Keybinds zeigen werde, müsst ihr genau das anhaben. Deshalb macht es auf jeden Fall an. Bei den Replays macht es eben halt so, wie ihr es wollt. Das Aufnehmen von Replays wird euch etwas FPS ziehen. Bei dem Hard ist eigentlich auch egal, was ihr einstellt. Und das Einzige, was ich hier ausgeschaltet habe, ist der Quest Progress. Das heißt, es blinkt da nicht immer oben links das so auf, dass eben halt die Quest abgeschlossen ist. Dann kommen wir als nächstes zur Sense und das ist auch wieder etwas, was jeder individuell machen muss. Aber so ein Anhaltspunkt, wie ihr eure Sense rausfinden könnt, ist, wenn ihr eben halt auf Maus und Keyboard spielt, wenn ihr eben halt eure Maus nimmt und die einmal von der linken Seite bis zur rechten Seite eures Mauspads einmal ganz durchbewegt, also den Platz immer nehmt, den ihr eben halt maximal habt und dann halt schaut, wie weit ihr euch einmal in-game rumdreht und falls ihr euch dann eben halt mehrfach umdrehen könnt, dann könnt ihr ruhig die Sense lowern. Ansonsten, falls ihr vielleicht euch nur eine halbe Drehung damit machen könnt, dann macht auf jeden Fall eure Sense higher, denn ihr solltet eigentlich immer ein 360 mit eurem Mouse-Movement machen können, ohne dass ihr einmal eure Maus viel abhebt. Jeder ist ein bisschen individuell, manche kommen besser mit einer Low-Sense klar, manche kommen besser mit einer High-Sense klar, aber ihr könnt euch so ungefähr als Anhaltspunkt nehmen, mit einer Low-Sense könnt ihr eher besser aimen, vor allen Dingen Tracking-Aim könnt ihr sehr, sehr gut machen und mit einer High-Sense könnt ihr beispielsweise deutlich besseres Peace-Control machen. Targeting-Sense und Scope-Sense ist auch wieder so Präferenz halt. Targeting Sense habe ich tatsächlich auf 70%, das ist ziemlich hoch, weil ich sie nämlich nicht so gerne habe, dass wenn ich ADS, also eben halt auf Targeten drücke, dass ich dann eben halt so komplett langsam mich irgendwie bewege. Gerade mit einer Shotgun kann ich nämlich so auch auf 70% mich fast genau gleich schnell bewegen. Genauso Scope Sensitivity habe ich eben halt kaum, dass ich irgendwie langsamer bin und kann dadurch extrem gut quickscopen. Komme ich auch sehr, sehr gut klar, deshalb auch generell, weil ich ein extremer High Sense Player bin, komme ich eben halt auch mit High Targeting und Scope Sensitivities deutlich besser klar als wahrscheinlich die meisten anderen. Als nächstes geht es dann zu den Audio Options über. Sound Quality eigentlich immer auf High machen. 3D Headphones finde ich auch besser auf On. Manche sagen, dass es besser auf Off ist. Müsst ihr vielleicht mal ausprobieren, vielleicht wie es auch mit eurem Headset funktioniert. Aber ich kann ein bisschen besser hören, wo Steps sind, wenn ich das auf On habe. Dann kommen wir jetzt als nächstes zu den Keybinds. Das ist wahrscheinlich, was die meisten interessieren wird. Hier werden wir auch wieder von oben bis unten einmal durchgehen. Und falls ihr gerade auch auf Keyboard geswitcht seid, das heißt, vorher vielleicht Controller gespielt habt und jetzt eben mal frisch auf Keyboard wechselt, dann checkt doch gerne das Video von Marvin aus. Er erklärt nämlich, wie man am besten eben halt auf Keyboard switchen kann. Werde ich euch mal oben in der Infokarte verlinken und dort würde euch das wahrscheinlich ein bisschen weiterhelfen, wenn ihr wie gesagt frisch auf Keyboard gewechselt seid. Auf jeden Fall beginnen wir hier mal mit den Movement Keybinds. Dort habe ich das meiste eigentlich relativ klassisch gelassen. WSD ganz normal und Jumpen halt. Bei Sprinten habe ich tatsächlich nichts eingestellt, weil ich halt hier bei den Game Settings Sprint by Default eingestellt habe. Bei Autorun habe ich hier dieses Dach und Crouchen habe ich dann noch auf Steuerung. Bei den Combat Settings habe ich ganz normal alles hier Feiern und Target, linker und rechter Mausbutton, Reloaden ganz normal auf R und dann bei Benutzen bzw. Interagieren habe ich das im Mauswheel hoch. Das heißt, ich muss mit dem Mausrad nur einmal nach oben scrollen und kann alles aufsammeln und kann immer sehr, sehr leicht Sachen aufheben. Dafür ist halt sehr, sehr wichtig, dass ihr unten dieses Tab to Search oder Interact anhabt, denn ansonsten müsstet ihr eben halt im Prinzip kontinuierlich durchscrollen, ohne irgendeine Pause zu machen und es ist im Prinzip unmöglich. Deshalb ist ganz wichtig, falls ihr eben halt hier das mit dem Mauswheel machen wollt, dass ihr eben halt die Option dann auch anhabt. Meine Spitzhacke habe ich auf F dann gelegt. Die Weapon Slots habe ich dann so gelegt, dass ich auf die Waffen, die ich eben halt am meisten benutze, dass ich da am schnellsten hinkomme. Deshalb Weapon Slot 1 ist auf der Zahl 1. Da komme ich nicht ganz so leicht hin, ist aber auch nur die AR. Das heißt, man braucht das meist nicht so häufig. Weapon Slot 2 ist meistens die Shotgun. Deshalb muss ich da sehr, sehr schnell hinkommen. Q auf jeden Fall sehr, sehr praktisch dafür. Weapon Slot 3 ist dann entweder ein Sniper oder eine SMG. Wenn man eine SMG hat, auch sehr wichtig, dass man da schnell hinkommt. Deshalb 3 sehr, sehr praktisch dafür. Weapon Slot 4 kommt man auch noch sehr gut hin mit 4 und Weapon Slot 5 ist meistens so oder so nur hier. Mit der 2 kommt man da auch noch gut hin, aber muss halt von W runtergehen, was man so oder so braucht, um überhaupt healen zu können. Da muss man ja so oder so von W runtergehen, weil man sich immer nicht bewegen kann, während man sich healt. Hier unten Crouch While Building müsst ihr auf der gleichen Option haben, wie ihr hier oben das Crouchen habt. Deshalb bei mir auch wieder Left Control. Meine Wall habe ich auf dem Mausbutton
2. Das sind also hier die Tasten, die hier an der Maus dran sind. Da müsst ihr am besten das eh mal schauen, wie ihr damit klarkommt. Ich komme auf jeden Fall sehr, sehr gut damit klar, wenn ich die eh mal da drauf habe. Falls ihr keine Maus habt, die eh mal Mausbuttons hat, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr so schnell wie möglich euch eine kauft, denn es ist wirklich sehr, sehr praktisch, wenn man dort eben halt noch ein bisschen Keybinds drauflegen kann. Mein Floor habe ich auf C. Da müsst ihr auch relativ gut klarkommen mit. Das braucht echt sehr, sehr lange, wenn man von einem anderen Keybind darauf switcht, denn das muss man mit einem Daumen berühren. Wenn ihr das mit dem Zeigefinger oder so macht, dann funktioniert das nicht wirklich. Deshalb, ihr müsst euch einfach angewöhnen, C dann eben mal mit dem Daumen zu drücken. Genauso wie bei der Falle mit V, das ist eben mal genau daneben. Aber wenn man es eben mal sich angewöhnt hat, dann kommt man da auf jeden Fall sehr, sehr leicht hin. Die Stair habe ich ebenfalls auf einem Maus-Down-Button. Und zwar habe ich die auf dem hinteren Maus-Down-Button, das heißt auf dem hier, der hier ist. Die Wall habe ich hier vorne auf dem vorderen, denn die brauchen wir meistens häufiger und da auf dem vorderen komme ich halt etwas leichter rauf. Das Dach habe ich dann auf Shift, deshalb hatte ich auch Shift für Crouchen beispielsweise freigelassen. Place Building ebenfalls linker Maus-Button. Den Rest hier, Repair Upgrade, braucht ihr im Prinzip nicht wirklich. Rotate Building habe ich auch nichts anderes eingestellt. Fürs Editen würde ich euch auf jeden Fall auch eh empfehlen, falls ihr eh schon durch was anderes belegt habt, geht ansonsten auch noch F ganz gut. Aber falls ihr irgendwie auf G editet, ist das viel zu weit weg. Deshalb eh einfach bestes Setting. Dort kommt ihr eben halt mit einem minimalen Weg hin. Und so habt ihr auf jeden Fall die besten Möglichkeiten, eben halt Edits schnell zu setzen. Crouch While Editing müsst ihr ebenfalls auf die gleiche Taste machen wie Crouch While Building und das ganz normale Crouch, damit ihr dort eben halt auch während des Editens crouchen könnt. Und dann kommen wir nochmal zur Reset Building Edit. Das habe ich ganz normal auf der rechten Mausbutton. Und als zweite Control habe ich noch Mousewheel runter. Dadurch habe ich nämlich die Option, Mousewheel Reset zu machen. Also muss ich im Prinzip nur mein Scrollwheel eben halt nach unten scrollen. Und dafür müsst ihr einmal bei Building Edit beim zweiten Slot Mousewheel down haben und dann bei Reset Building auch beim zweiten Slot Mousewheel down haben. Communications habe ich dann den Ping auf T. Das ist eigentlich das einzig Wichtige. Hier kommt man auch noch relativ leicht hin. Braucht man relativ häufig immer irgendwas zu pingen. Der Rest ist dann eigentlich hier unten erstmal egal. Also das meiste braucht ihr hiervon echt fast gar nicht. Die Map habe ich dann noch auf Tab. Da kommt man auch sehr, sehr leicht hin. Und dann habe ich doch als letztes mein Inventory auf Alt. Ist auch sehr praktisch, dorthin zu kommen. Schön mit dem Daumen einmal von der Leertaste einfach nur runtergehen. Man kann sich nebenbei noch gut bewegen. Ist auch sehr, sehr praktisch, das da drauf zu haben. Ansonsten ist der Rest eigentlich komplett egal, was ihr dort einstellt. Hier so etwas wie Autofahren. Das müsst ihr im Prinzip so machen, wie ihr es wollt. Ich habe das meist hier auf Standard-Einstellung einfach gelassen. Damit sind wir aber hier durch. Dann bei Controller-Settings kann ich euch wieder nichts zu sagen. Wie gesagt, ich bin kein Controller-Spieler. Ebenfalls hier bei Account and Privacy braucht das meiste eigentlich auch nicht. Also könnt ihr einfach so einstellen, wie ihr es eben halt haben wollt. Aber ihr braucht jetzt letztendlich hier nicht irgendwelche besonderen Einstellungen haben. Damit sind wir auch schon mit diesem Video durch. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Lasst natürlich wie immer gerne Feedback in den Kommentaren da. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.